Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Crazy Records. Mein Name ist Master Jam und das hier ist... Ich bin Jonisch und ich bin eigentlich nur hier, um Fame abzugreifen. Und da kommst du zu mir? Intro! Der erste Rekord, den ich euch heute vorstellen möchte, ist so... Stopp. Ich möchte kurz was sagen. Lass mal ganz kurz. Vlog-Scheiße. Und zwar, bevor wir jetzt mit den Rekorden anfangen, habe ich ein paar kleine Neuigkeiten für euch. Und zwar, ich habe mich super sehr darüber gefreut, dass euch meine beiden Halloween-Specials über die X-Files so gut gefallen haben. Viele von euch haben in die Kommentare geschrieben, dass sie weitere Folgen erwarten. Allerdings habe ich das jetzt eher als Halloween-Special und nicht als Format geplant. Die Sache ist, dass ein Format wie X-Files sehr, sehr aufwendig ist. An dem letzten Teil habe ich über 15 Stunden dran gearbeitet. Und sowas kriege ich nicht unbedingt unter der Woche mal hin. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich demnächst noch die eine oder andere Folge X-Files rausbringen könnte. Allerdings möchte ich mich jetzt erstmal auf ein neues Format konzentrieren, was jetzt demnächst rauskommt. Der andere Punkt, den ich noch habe, ist, ich habe jetzt meine eigenen Autogrammkarten. Die sind ganz bezaubernd und wundervoll. Wenn ihr so eine Karte haben wollt oder mir einfach Post schicken wollt, ein Paket, eine Briefbombe, was auch immer, dann schickt bitte einen Brief mit frankiertem Rückumschlag an diese Adresse hier. Steht auch nochmal unten in der Videobeschreibung. So, und jetzt fängt Lisa mit dem ersten Rekord an. Den ersten Rekord, den ich euch heute vorstelle, habt ihr bestimmt schon mal gesehen, denn es geht um Speedstacking. Der derzeitige Rekordhalter ist William Orrell mit einer Geschwindigkeit von 5,3 Sekunden. Holy shit! In der Zeit habe ich nicht mal die Becher auseinandergezogen. Das gleiche gibt es noch mal eine Nummer größer. John Rick hält nämlich den Weltrekord, eine 7-stöckige Pyramide aus KFC-Pappeimer zu bauen. Und das innerhalb von 35 Sekunden. Den Inhalt davon hat er davor übrigens innerhalb von 5 Minuten weggefuttert. Nicht! Willkommen zu den Gewalten der Natur! 4800 mm Schnee fielen bei einem Schneesturm an der Mount Shasta Sky Bowl in Kalifornien. In Deutschland nennen wir sowas übrigens Sommer. Ich habe mal als Kind im Garten gespielt und da lagen 8 Meter Schnee. Natürlich. Nebeneinander, Mensch. Homer, du bist dumm wie ein Esel und zweimal so hässlich. Ja, der nächste Weltrekord geht an einen Esel. Der Pointo-Esel aus Frankreich ist der Esel mit den längsten Haaren der Welt. Er behält sein Fell ein Leben lang. Dieses wird ca. 15 cm lang. Angus Barbieri aus Großbritannien hält den Weltrekord für den längsten Zeitraum ohne feste Nahrung. Genau, nämlich vom Juni 1965 bis Juli 1966, also insgesamt 382 Tage. Danach schaffte er sich 50 Kilogramm Hot Wings rein und baute aus den Eimern eine 7-stöckige Pyramide. Und dann kam der Poeto-Esel mit seinen Haaren und hat die umgerannt. Rosa Richter, ebenfalls aus Großbritannien, wurde am 2. April 1877 zur ersten menschlichen Kanonenkugel. Sie flog 6,1 Meter und das nur mit Sprungfedern. Die Kanonenexplosion war bloß eine Show. Noch einer aus Großbritannien. Die spinnen, die Briten. Und zwar, James Brown hat die größte Sammlung an Staubsaugern. Insgesamt 322 Modelle besitzt der gute Mann. Diese bewahrt er in 2 Werkstätten auf. Er mag besonders alte Staubsauger. Der nächste Rekord ist ziemlich eklig und ich würde echt gerne wissen, wie sowas möglich ist. Joey Chestnut hält nämlich den Weltrekord im Hotdog-Wettessen. 69 Stück. Oh yeah. In 10 Minuten. Holy shit, und das bei so einem dürren Typen. Wo geht das alles hin? Und ist das nicht eigentlich total gefährlich? Das war übrigens sein 7. Weltrekord in Folge. Ein Weltrekord aus Deutschland. Denn Michael Kopp hat es geschafft, 26,078 Sekunden einen Basketball auf einer Zahnbürste kreisen zu lassen. Ja. Daumen hoch, hier kommt ihr zu Lisas Kanal, hier abonnieren, um nichts mehr zu verpassen und hier kommt ihr zu meinem letzten Video. Bis demnächst. Insgesamt 382 Tage. Danach holt er sich 50 Kilogramm Hot Wings und baute daraus eine Pyramide aus 7-stöckigen Eimern. Scheiße!